Tim Thaler, die Hauptperson unserer Geschichte, hat sein Lachen an den mächtigsten Mann der Welt verkauft, den Baron. Zugegeben für einen fantastischen Preis. Tim Thaler gewinnt jede Wette und sei sie noch so ausgefallen. Doch dann merkt er, dass sein Lachen sein kostbarster Besitz war. Er will es wiederhaben. Tim ist von zu Hause ausgerissen. Als blinder Passagier fand er sich auf einem Schiff, das die geheimnisvolle Vulkaninsel Aravanadi anlief, auf der der Baron irgendwo seinen Hauptwohnsitz hat. An Bord gewinnt Tim zwei Freunde, die Nonne Agatha und den Schiffskoch Heinrich. Agatha ist eine flammende Kämpferin gegen jedes Unrecht und sie ist der Meinung, dass Tim böses Unrecht geschieht. Sie will ihm helfen, koste es, was es wolle. Selbst dann, wenn ihr der Bischof böse ist. Aber von dem Vertrag zwischen Tim Thaler und dem Baron weiß sie natürlich nichts. Denn darüber darf Tim ja nicht sprechen, will er nicht für immer sein Lachen verlieren. Komm jetzt! Komm schon! Was hast du denn? Mir schon Sorgen gemacht. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe abgemustert. Mit Voges als Kapitän auf dem Schiff. Nee, da arbeite ich lieber im Restaurant. Heinrich, Sie haben doch nicht etwa... Ich? Ich trinke nie. Na ja, ab und zu mal einen Tomatensaft, ne? Weg nur meine Flasche Korn, dass es hier Tomaten regnet? Ja. Der Junge spielt verrückt. Gerade ist er dabei zu wetten, dass es gleich Tomaten regnet. Es gibt für alles eine natürliche Erklärung, Anatole. Und noch etwas. Ich möchte nicht wegen jeder Kleinigkeit behelligt werden. Das ist eine ganz dumme, gottlose Wette. Wasser regnet und Schnee und Hagel fällt, aber doch keine Tomaten. Also? Die Wette gilt. Also. Es regnet Tomaten. Ja, mein Junge, die Wette hast du gewonnen. Eine Flasche Korn, meine letzte. Den Schnaps kannst du behalten. Danke. Wie machst du denn das? Kannst du zaubern? Unsinn. Das war doch reiner Zufall. Nein, ich... Traurig. Wenn ich dich frage, warum, kriege ich ja doch keine Antwort. Das wird schon werden. Nur müsste ich langsam mal die Wahrheit wissen. Deine. Wenn ich wollte, könnte ich sehr reich sein. Und das wollen alle. Und alle meinen damit immer nur das Geld. Vom Reichtum der Gefühle. Vom Reichtum, den es bedeuten kann, einen Menschen zu haben, der einem vertraut und dem man auch vertrauen kann. Davon spricht keiner. Mit Geld kann man alles. Kaufen, natürlich. Der Apfelsine und dem Anzug, denen ist es egal, wer sie kauft. Man kann ja sogar Menschen kaufen. Aber einen Menschen, der einen liebt, wie Heinrich oder ich, den kannst du nicht kaufen. Eine Stunde. 7 Minuten sind Sie mit Van Grosch verabredet. Das ist sehr wichtig für den Gesamtplan, danke Anatole. Was können wir sonst noch abhaken? Dr. Kelster. Mit seiner Erfindung werden wir Millionen verdienen, wenn wir dem die Rohstoffe vorenthalten, die Sie am nötigsten brauchen. Santos erledigt, Vren erledigt. Die Vorzüge, dass Sie die Containerflotte des Herrn Vren erworben haben, liegen auf der Hand. Speziell in einem besonderen Fall. Macht denn dieser Tim Thaler immer noch Schwierigkeiten? Im Augenblick nicht. Aber bei seiner Energie dürfen wir doch auf eine Menge Überraschungen gefasst sein. Schwester Agathe, ja? Einen Job kann ich mir später immer noch besorgen. Ich meine, darf ich mich Ihnen vielleicht anschließen wegen Tim? Heinrich, ich hätte mich sehr gewundert, wenn Sie das nicht gesagt hätten. Einen starken Mann kann man in diesem verteufelten Land immer brauchen. Na, dann mal her mit dem nächsten Taxi und auf geht's. Ach, Schwester Agathe,
Können wir nicht erstmal einen trinken? Oh ja. Naja, wenn es unbedingt sein muss. Hier, heißer Tee mit Zitrone ist das Beste gegen die Hitze. Taxi! Mein Freund, der AB, wird sich freuen, wenn wir kommen. Schwester Agathe, ist der AB der ehrwürdige Herr, der ab und zu ein gutes Tröpfchen zu schätzen weiß? Der AB ist ein Mann der Kirche, der sich pflichtgemäß Beschränkungen auferlegt, solange sie notwendig sind. Seit seiner Missionszeit leidet er ein bisschen unter niedrigem Blutdruck. Alkohol braucht er als Medizin. Oh, so. Ja, Schnaps als Medizin, ich muss sagen, der Mann ist mir sympathisch. So, nun fahr mal los, immer gerade. Der AB ist der größte Ganove, den ich je in Afrika kennengelernt habe. Du warst mit ihm in Afrika? Wo? Im Kongo. 20 Jahre lang haben wir dort eine Schlacht im Namen Gottes geschlagen gegen Typhus, Cholera, Gelbfieber, Malaria und Dämonen. Ja, die armen Dämonen. Das war eine ganz dumme Bemerkung. Na mal ehrlich, der Teufel hat aber Ihnen doch wohl nicht zu lachen, hm? Der Teufel, mein lieber Heinrich, lacht nie. Denn das Lachen, das kommt vom Herzen. Das Lachen müsste sich der Teufel erst besorgen. Kaufen vielleicht. Der AB ist mein bester Freund. Aber wundert euch nicht, wenn er ein bisschen komisch ist. Er hat nämlich Malaria, wie gesagt. Schwester Agatha. Meine Organisation ist in der Lage, an jedem beliebigen Platz in der Welt einen Krieg ausbrechen zu lassen oder eine Revolution. Und alles genau so, wie es den Wünschen der Auftraggeber genehm ist. Was kann ich für Sie tun? Ich bin an diesen Dingen momentan nicht interessiert, aber ich möchte Ihre Organisation übernehmen. Wie viel? Unbezahlbar. Selbst für Sie. Herr von Grosch, ich befreie Sie aus einer schrecklichen Situation. Als Ehrenpräsident der Vereinigten Kinderhilfswerke muss es Sie doch furchtbar enervieren. Die Schlechten in der Welt brauchen jemanden, der noch schlechter ist als Sie. Ich stelle mich gern zur Verfügung. Baron? Sie haben mich beinahe überzeugt. 20 Millionen, ja? Die Notargebühren sind so enorm. Und der Laden gehört Ihnen. Ist ein richtiges Glückskind. Gewinnt jede Wette. Hat ein höllisches Glück.
Und warum wettest du? Mein Vater hat auch gewettet, um Geld. Und hat das Geld dabei verloren. Und du gewinnst immer. Immer. Tim kann sogar Tomaten regnen lassen. Ach was, ein Kran hat sie fallen lassen. Schwester, soll ich Flöhe in den Bauch kriegen? Warum gewinnst du immer? Weil ich eben Glück habe. Mhm. Ich verstehe. Du bist also ein Junge, dem unser Herrgott besonders viel Glück geschenkt hat. Vielleicht. Na, freust du dich denn nicht darüber und lachst? Ein Junge wie du muss doch besonders viel zu lachen haben. Wovor läufst du eigentlich davon? Vor gar nichts. Ich suche etwas. Und was suchst du? Suchst du dein Lachen? Er sucht das Land Aravanadi. Aravanadi? Lunopolis, im Land Aravanadi. Du bist schon im Land Aravanadi. Lunopolis. Das ist ein Malaria-Anfall. Er hat sein Lachen an den Teufel verkauft. Und der Teufel ist? Ja, in Lunopolis. Unerreichbar. Irgendwo dahinter. Ich werde ihn finden. Und zwar bevor ich meine Leute im Kongo auf Vordermann gebracht habe. Agatha, du hast nur 3 Tage Zeit. Und für den Teufel brauchst du die Ewigkeit. Mich hat er geschafft. Unsinn, Abbé. Ich fühle mich seit Jahren wieder mal so richtig in Form. Agatha, hüte dich. Ich war ihm dicht auf den Fersen, diesem Baron. Und jetzt kann ich mich kaum noch rühren. Tim, hast du dein Lachen an den Teufel verkauft? Ja oder nein? Also ja. Heinrich, los, komm. Wir müssen Telegramme aufgeben. 1 an Frau Thaler, sonst heult sich die arme Frau noch die Augen aus dem Kopf. Und 1 an den Bischof, bevor der vor Wut platzt oder vor Sehnsucht nach mir hierher kommt. Los, hopp, hopp! Buenos dias. You speak English? Oh, parlez vous français? No. Ich suche eine Telegrammaufgabe. Post. Post Office, ja? Mio, suchen uno Post Office vor Telegrammaufgabe. Comprende? Sí? No. No? Mann, bist du ein Durchspack. Du bist genauso dick, wie du doof bist. Du kannst dein Telegramm hier aufgeben. Eins und zwei. Adios. Mm-hmm.
Ich habe die Telegramme hier aufgeben können. Na gut. Tim, komm. Komm schon. Tim, pass auf! Tim! Timmy! Timmy! Tim, ist alles in Ordnung? Hier ist dir was passiert. Alles in Ordnung. Aber der Mann im Auto. Komisch. Was ist denn mit dem Mann im Auto? Sah aus wie Voges. Der erste Offizier vom Schiff. Voges? Was macht denn dieser Voges, dieser Trottel? Wenn Tim was passiert wäre, dann ist mein Lachen beim Teufel. Was treibt der Junge jetzt? Schade, dass Heinrich geht. Nur mal raus mit der Sprache, hm? So geht's doch mit uns nicht weiter. Wir sind doch wohl sowas wie Freunde geworden, oder? Man kann doch über alles reden. Ich hol dich schon raus aus der Patsche. Von irgendjemandem musst du dir doch helfen lassen. Hast doch ein Problem, Junge. Nun sprich doch mal darüber, bevor du dran erstickst. Das kannst du nicht allein lösen. Ich muss aber... Beinahe hätte er gesprochen und alles wäre geregelt gewesen. In dem Jungen stecken Kräfte, von denen wir noch keine Ahnung haben. Sollten wir ihn nicht durch eine Krankheit für eine Weile außer Gefecht setzen? Ein kleiner Schnupfen. Früher hatten sie Pest, Cholera und schwarze Pocken zur Verfügung. Anatol. Du wirst dich erkälten mit den nackten Armen. Und müssen alle vorne mal denken, dass man erkältet ist, wenn man mal niest. Siehst du? Das ist der Junge, der mir die Brieftasche gestohlen hat. Esche chica di Catera. Un momento. Der Junge ist immer in meiner Gegenwart gewesen. Also kann er, selbst wenn er gewollt hat, Ihre Brieftasche überhaupt nicht gestohlen haben. Ich nehme an, Sie haben sich geirrt. Ich irre mich nie. Mein Sohn, wenn ich eines nicht vertragen kann, dann ist es Arroganz. Und was ist das? Eine Brieftasche. Also ist der Junge kein Dieb, aber Sie sind ein Gauner. Ich gehe gleich. Lass Ja, ja, ja. Willkommen an Bord! Heinrich! Was machen Sie denn hier? Oh, ich habe wieder angeheuert. Kann doch Timmy nicht alleine lassen. Außerdem möchte ich gerne wissen, wo dieses Lunopolis liegt. So, Mignon, hier kommt Heinrichs Spezialsuppe, bringt dich gleich wieder auf den Damm. Oh, die wird aber gut tun. Ja, das meine ich aber auch. Wetten, ich bin der reichste Junge der Welt? Was, Sächter? Wetten? Sag mal, hast du Fieber? Wetten, ich bin der reichste Junge der Welt. Ja, ja, schon gut, nur iss mal deine Suppe, ne? Nun wette doch. Ja, komm, nun lass den Blödsinn, ja? Also, Tim, komm. Nein, nein, nein. Also, Tim, was machst du denn? Ja, ja, aber was ist denn nun? Tja.
Was? Quintana wettet, dass er der reichste Junge der Welt ist? Baron, Quintana wettet, dass er der reichste Junge der Welt ist. Doch zum reichsten Jungen der Welt. Was? Sie sind doch der reichste Mann der Welt. Das würde doch heißen, dass Sie... Ich mache Temptaler zu meinem Universalerben. Timmy, was machst du denn? Komm, du gehörst ins Bett, du bist krank. Du bist... Der reichste Junge der Welt. Also, das ist keine Zeit für alberne Scherze. Bitte, Schwester. Ein Telegramm des Reders. Quintale Universalerben des Lefayetschen Vermögens. Wir gratulieren, werden Sie morgen am Schiff abholen. Alle tun Maltes. Schwester Agatha. Meine Organisation ist in der Lage, an jedem beliebigen Platz in der Welt einen Krieg ausbrechen zu lassen oder eine Revolution. Und alles genau so, wie es den Wünschen der Auftraggeber genehm ist. Was kann ich für Sie tun? Ich bin an diesen Dingen momentan nicht interessiert, aber ich möchte Ihre Organisation übernehmen. Wie viel? Unbezahlbar. Selbst für Sie. Herr von Grosch, ich befreie Sie aus einer schrecklichen Situation. Als Ehrenpräsident der Vereinigten Kinderhilfswerke muss es Sie doch furchtbar enervieren. Die Schlechten in der Welt brauchen jemanden, der noch schlechter ist als Sie. Ab und zu mal einen Tomatensaft, ne? Weg nur meine Flasche Korn, dass es hier Tomaten regnet? Ja. Der Junge spielt verrückt! Gerade ist er dabei zu wetten, dass es gleich Tomaten regnet! Es gibt für alles eine natürliche Erklärung, Anatole. Und noch etwas. Ich möchte nicht wegen jeder Kleinigkeit behelligt werden. Das ist eine ganz dumme, gottlose Wette. Wasser regnet und Schnee und Hagel fällt, aber doch keine Tomaten. Also? Die Wette gilt. Also. Es regnet Tomaten. Schau, mein Junge, die Wette hast du gewonnen. Eine Flasche Korn, meine letzte. Den Schnaps kannst du behalten. Danke. Wie machst du denn das? Kannst du zaubern? Unsinn. Das war doch reiner Zufall. Nein, ich... Traurig. Und wenn ich dich frage, warum, kriege ich ja doch keine Antwort. Das wird schon werden. Hm? Nur müsste ich langsam mal die Wahrheit wissen. Deine. Wenn ich wollte, könnte ich sehr reich sein. Das wollen alle.
Und alle meinen damit immer nur das Geld. Vom Reichtum der Gefühle. Vom Reichtum, den es bedeuten kann, einen Menschen zu haben, der einem vertraut und dem man auch vertrauen kann. Davon spricht keiner. Mit Geld kann man alles. Kaufen, natürlich. Der Apfelsine und dem... Hier, heißer Tee mit Zitrone ist das Beste gegen die Hitze. Taxi! Mein Freund, der AB, wird sich freuen, wenn wir kommen. Schwester Agathe, ist der AB der ehrwürdige Herr, der ab und zu ein gutes Tröpfchen zu schätzen weiß? Der AB ist ein Mann der Kirche, der sich pflichtgemäß Beschränkungen auferlegt, solange sie notwendig sind. Seit seiner Missionszeit leidet er ein bisschen unter niedrigem Blutdruck. Alkohol braucht er als Medizin. Oh, so. Ja, Schnaps als Medizin, ich muss sagen, der Mann ist mir sympathisch. So, nun fahr mal los, immer gerade. Der AB ist der größte Ganove, den ich je in Afrika kennengelernt habe. Du warst mit ihm in Afrika? Wo? Im Kongo. 20 Jahre lang haben wir dort eine Schlacht im Namen Gottes geschlagen gegen Typhus, Cholera, Gelbfieber, Malaria und Dämonen. Ja, die armen Dämonen. Das war eine ganz dumme Bemerkung. Na mal ehrlich, der Teufel hatte bei Ihnen doch wohl nicht zu lachen, hm? Der Teufel, mein lieber Heinrich, lacht nie. Denn das Lachen, das kommt vom Herzen. Das Lachen müsste sich der Teufel erst besorgen. Kaufen vielleicht. Der AB ist mein bester Freund. Aber wundert euch nicht, wenn er ein bisschen komisch ist. Er hat nämlich Malaria, wie gesagt. Im Anzug, denen ist es egal, wer sie kauft. Man kann ja sogar Menschen kaufen. Aber einen Menschen, der einen liebt, wie Heinrich oder ich, den kannst du nicht kaufen. Eine Stunde, 7 Minuten sind Sie mit Van Grosch verabredet. Das ist sehr wichtig für den Gesamtplan, danke Anatol. Was können wir sonst noch abhaken? Dr. Kelster. Mit seiner Erfindung werden wir Millionen verdienen, wenn wir dem die Rohstoffe vorenthalten, die Sie am nötigsten brauchen. Santos erledigt, Vren erledigt. Die Vorzüge, dass Sie die Containerflotte des Herrn Vren erworben haben, liegen auf der Hand. Speziell in einem besonderen Fall. Macht denn dieser Temptaler immer noch Schwierigkeiten? Im Augenblick nicht. Aber bei seiner Energie dürfen wir doch auf eine Menge Überraschungen gefasst sein. Schwester Agathe, ja? Einen Job kann ich mir später immer noch besorgen. Ich meine, darf ich mich Ihnen vielleicht anschließen wegen Tim? Heinrich, ich hätte mich sehr gewundert, wenn Sie das nicht gesagt hätten. Einen starken Mann kann man in diesem verteufelten Land immer brauchen. Na, dann mal her mit dem nächsten Taxi und auf geht's. Ach, Schwester Agathe, können wir nicht erst mal einen trinken? Oh ja. Na ja, wenn es unbedingt sein muss. Tim Thaler, die Hauptperson unserer Geschichte, hat sein Lachen an den mächtigsten Mann der Welt verkauft, den Baron. Zugegeben für einen fantastischen Preis. Tim Thaler gewinnt jede Wette und sei sie noch so ausgefallen. Doch dann merkt er, dass sein Lachen sein kostbarster Besitz war. Er will es wiederhaben. Tim ist von zu Hause ausgerissen. Als blinder Passagier fand er sich auf einem Schiff, das die geheimnisvolle Vulkaninsel Aravanadi anlief, auf der der Baron irgendwo seinen Hauptwohnsitz hat. An Bord gewinnt Tim 2 Freunde, die Nonne Agatha und den Schiffskoch Heinrich. Agatha ist eine flammende Kämpferin gegen jedes Unrecht und sie ist der Meinung, dass Tim böses Unrecht geschieht. Sie will ihm helfen, koste es, was es wolle. Selbst dann, wenn ihr der Bischof böse ist. Aber von dem Vertrag zwischen Tim Thaler und dem Baron weiß sie natürlich nichts. Denn darüber darf Tim ja nicht sprechen, will er nicht für immer sein Lachen verlieren.
jetzt! Komm schon! Was hast du denn? Mir schon Sorgen gemacht. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe abgemustert. Mit Voges als Kapitän auf dem Schiff? Nee, da arbeite ich lieber im Restaurant. Heinrich, Sie haben doch nicht etwa... Ich? Ich trinke nie. Na ja,